Okay, los geht's. Als erstes räumst du deinen Stall aus. Alle beweglichen Teile, alles was nicht niet- und nagelfest verschraubt ist, kommt raus. Und darum rate ich dir, verschraub auch nicht alles niet- und nagelfest. Desto einfacher du die Sachen rausräumen kannst, desto einfacher ist es, deinen Stall zum Schluss zu reinigen. Das ist in meinem Fall die Sitzstange, das ist die Auflage von meinem Kotbrett, das sind die Legenester, das ist die Einstreu. Leider ist es nicht das Kotbrett selber. Wie du siehst, ist es hier fest verschraubt. Das haben wir einfach beim Bau nicht bedacht, damals wusste ich diese Sachen noch nicht. Wir haben sogar so eine Art doppelwandiges System da gemacht, dass das irgendwie isoliert wäre. Im Nachhinein würde ich das nie wieder so machen. Das ist der perfekte Versteckplatz für Milben und so weiter. Wenn du also noch am Anfang stehst vom Stallbau, dann vermeide das in jedem Fall. Einstreu, wie gesagt, raus. Meine kommt komplett auf den Kompost. Einmal grob durchkehren, damit später das Abstauben mit dem Kompressor nicht so eine Staubschlacht wird. Und danach die Einzelteile, die du rausgelegt hast, abstauben, abwischen, abschrubbern. Ich gehe bei der Sitzstange zum Beispiel oder bei meiner Trittleiter danach nochmal gern mit meinem Essigreiniger drüber, mit meinem Vanille-Essigreiniger. Und dann kannst du schon anfangen, die einzelnen Teile, die du rausgeholt hast, mit Mikrogurt zu sprühen oder zu streichen, je nachdem, was du verwendest. Im Eimer sieht es aus wie Milchkaffee. Wenn du es aufsprühst, sieht es aus wie einfach nur Wasser. Hä? Aber wenn es trocken ist, ist es komplett weiß. Keine Sorge. So, ich habe meinen Stall jetzt leergeräumt. Ich habe meinen Kalkfutterspender abgedeckt. Das ist so eine Röhre, die ich jetzt nicht rausmontieren möchte. Und da decke ich einfach über beide Öffnungen eine Plastiktüte, damit da kein Staub reinkommt. Und dann lege ich mit meinem Kompressor los. Und ich empfehle dir, setz eine Schutzbrille auf und nimm einen Mundschutz dazu. Der feine Mikrogurabrieb, der da entsteht, wenn du mit Druck gegen die Wände gehst, wo du schon letztes Jahr gestrichen hast oder im Frühjahr gestrichen hast, der verteilt sich komplett in der Luft, geht dir in die Augen, geht dir in die Atemwege. Das willst du absolut vermeiden. Das ist einfach richtiger Feinstaub. Alles staubfrei, alles trocken, dann kann es losgehen. Dann kannst du den inneren Teil deines Stalls genauso behandeln wie die ganzen Stalleinrichtungsteile. Du sprühst alles ein, jede Wand, jede Platte, jede Ecke, in jede Ritze kannst du mit so einer Düse zum Beispiel super gut reinspritzen und kannst sicher gehen, dass einfach alles gekalkt ist oder diesen feinen Mikrogur-Anstrich bekommt. Du kannst hier sehen, ich habe einen Stahl aus Holzlatten und als Kotbrett habe ich so USB-Platten und ich finde, man sieht gut den Unterschied. Du kannst beides kalken, kein Problem, oder eben mit Mikrogur besprühen, aber die USB-Platten, die brauchen ein bisschen länger, bis sie trocknen. Das siehst du hier. Wenn du an einem richtig sonnigen Tag gearbeitet hast, wie ich das bevorzugt mache, dann ist am Nachmittag alles trocken und die Hühner können in einen perfekten Stall einziehen. Wenn es ein bisschen bewölkt ist oder nicht ganz so warm, dann ist auch nicht schlimm. Wichtig ist, dass der Boden trocken ist, damit du frische Einstreu reingeben kannst, dass du die Legenester wieder reinstellen kannst. Aber spätestens bis zum Morgen ist dann alles gut durchgetrocknet.